Ich habe hier im Rahmen des Lichtblütenfestivals ein Feld aufgebaut, ein Feld von Solarlampen, die man üblicherweise in den Baumärkten als Garten-Solarlampen bekommt. Und dieses Feld von Solarlampen hat eine spezielle Struktur. Sie haben eine spezielle Anordnung bekommen von mir. Und diese Anordnung kann man so umschreiben, es ist ein singuläres Feld, das heißt, es gibt ein Zentrum, das zu den allen anderen Nachbarlampen dieselbe Distanz hat. Aber nur ein einziges Zentrum. Und man kann das bis ins Unendliche ausdehnen, dieses Feld. Und es kommt niemals wieder vor. So ein Punkt, der mit dem Nachbarn dieselbe Distanz hat. Und hier habe ich dieses Mal. Kannst du mal versuchen zu erkennen, wo diese absolute Symmetrie in der Nachbarschaft hier ist. Kann man vielleicht sogar noch schwer. Ja, ich mache so eine tolle Folie und dann absolute Symmetrie. Eine hexagonale Struktur. Ja. Sonst sind alles sogenannte unregelmäßige Sechsecke, die dieses ebene Feld bis ins Unendliche pflastert. Und Kaputt? Nein, das ist nur nicht in. Das sind so Erdspieße, allerdings ist nicht eben und auch nicht so hart. Ja. Es ist zu hart, um sie wirklich in die Erde hineinzulassen. Ja. Jetzt hat man sie einfach so hergestellt. Ist das Aluminium dann? Das ist Aluminium, ja. Das ist eine Struktur, ist Aluminium. Ich kann es nicht. Man muss es auch nicht, man muss es einfach genießen. Nee, genau. Es hat so eine Lebendigkeit. Dieses Mystische, lass mich mal noch irgendwie. Oder? Ja. Und es leuchtet heute noch. Und es leuchtet, ja. Automatisch, während der Dämmerung beginnt es. Ach, die haben innen diese Solar. So Sensoren, ja. Okay. Ja, praktisch. Wir haben so Photovoltaikzellen, die halten sich bei der Dämmerung ein. Ja, ich denke, so bis 3-4 Uhr in der Früh ist das Licht. Okay, so lange müssen wir aufbleiben. Ja. Dann. Eine schöne Intervention wahrscheinlich in der Wiese, die ist natürlich ein bisschen irritiert, weil da ist in der Nacht auch Licht. Ja. Die wird dann besonders wachsen. Okay.